started working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, well, that's when you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Gonna tell Aunt Mary buying Uncle John, he claimed he had the music, but he had a lot of fun. Oh, Alter, siehst du die Bräute? Nicht schlecht. Hallo, ihr Süßen. Hi. Ihr habt bestimmt ein Problem. Ein Problem? Wie kommst du darauf? Naja, ihr sitzt da wie bestellt und nicht abgeholt und wisst nicht, wie ihr uns anmachen sollt, stimmt's? Was? Auch wenn ihr verklemmt seid, könnt ihr jederzeit mit uns reden. Wir haben zwei offene Ohren. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal auf die Tanzfläche eine Runde abhotten. Vielleicht ergibt sich was. Die Spinnen. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe was gefunden. Was? Wo? Könnt ihr mal kurz weghören? Das ist ein reines Männergespräch. Du tickst wohl nicht richtig, das ist unser Tisch. Wenn er euch gehört, nehmt ihn und zieht Leine. Was? Halt mal, Alter. Das ist das Geschenk des Hauses. Danke. Seht ihr, so schnell geht das. Das ist doch eine echte Unverschämtheit. Los, verzischt euch, Mädels. Leute, das ist der absolute Hammer. Sie liegt direkt am Strand. Traumladen. Und wie hoch ist die Miete? Das weiß ich noch nicht. Der Typ versucht seit Monaten, den Laden loszuwerden, schafft es aber nicht. Was meint ihr? Das wird eine Wahnsinns-Goldgrube. Und wer sagt das? Na, ich, weil ich Geschäftsführer werde. Ist doch logisch. Da vorne liegt der Laden. Sieht doch fabelhaft aus. Fahr nicht so schnell. Hey, Benny, kannst du anhalten? Das ist doch wohl ein Scherz. Los, Männer, steigt aus. Mann, was seid ihr für Tränen? Kommt schon. Los, Leute. Okay. Kommt doch. Reinspaziert. Na, das sieht ja aus. Das ist ja richtig idyllisch hier. Abwarten, Leute. Das nichts? Nicht übel. Sag ich doch. Und was meinst du, Bobby? Da braucht man eine Menge Fantasie. Aber erstmal müsste man einen Vertrag kriegen. Und dazu gehört Geld. Das siehst du ganz richtig. Also ich habe nicht so viel Kohle. Und Benny steht auch pausenlos auf dem Schlauch. Wie willst du das finanzieren? Du kennst doch Polly Braun. Erinnerst du dich noch an sie? Mhm. Doch, die ist vor ein paar Monaten auf der öden Fete von Sandra gewesen. Du kennst sie übrigens auch, Bobby. Unmöglich, ich war nicht auf der Party. Doch, du kennst sie, die ist auf unsere Schule gegangen. Sie trug immer so blöde Zöpfe und hat dich mit solchen Stielaugen angeguckt. Jede Braut hat mich angeguckt. Dieser hässliche Vogel mit Brille, die mal Opern gehört hat? Genau die. Die hat das Buffet umgerissen. Die ist auf Benny abgefahren wie mein Opa auf seine dritten Zähne. Und was ist mit der? Die ist zu diesem Laden unsere Eintrittskarte. Ihr Vater ist nämlich der Besitzer. Und seit Monaten schleppt er sie von Party zu Party, um sie unter die Haube zu bringen.
Aber bis jetzt hat sie jeden abblitzen lassen. Und wisst ihr auch warum? Weil sie immer noch auf dich scharf ist. Und wer passt auf mich auf? Na, wer schon, ich? Oder glaubst du die Mutter hier? Peng! Peng, peng! Joshua, was meinst du, ob ich mir euren Schlitten borgen kann? Klar, wenn ich dicht halte, was krieg ich? Wir lassen was springen. Ist doch eine gute Idee. Denk dir was aus, Kleiner. Bist du nervös? Keine Spur. Wächst nicht, Ralf? Der fährt ja wie ein Anfänger. Sie kommt. Jetzt weiß ich auch, warum ich damals mit der anderen abgehauen bin. Sie ist aber wahnsinnig nett, wirklich. Mist! Oh Mann, ist das ein Dromedar, da mache ich nicht mit. Du stellst dich an wie eine alte Jungfer. Geh endlich hin! Los! Und sei nett. Psst. Los, ran. Sag mal, suchst du den Schlüssel? Hä? Hier. Danke. Gern geschehen. Kennst du mich noch? Mhm. Wir waren auf der gleichen Schule. Ich wollte mal guten Tag sagen. Du arbeitest dort, stimmt's? Mhm. Ich dachte, ich könnte dich mal zum Essen einladen. Oder mit dir tanzen gehen, in eine Disco. Ich meine, wenn du Lust hast. Und warum? Einfach so. Weißt du, ich habe gestern mein Fotoalbum durchgeblättert. Und da habe ich die Fotos aus der Schule gesehen. Auf dem einen warst du auch drauf. Und da habe ich mich an die Party von neulich erinnert. Und da dachte ich, fahr mal zu ihr hin. Mal sehen, was sie so tut. Richtig gut siehst du aus. Inzwischen. Findest du? Im Moment bist du nicht richtig zurechtgemacht, aber naja. Das weiß ich selber. Hä? Hm. Und, vernünftig und lass den Pfeil nicht los. Er muss ja nur ja sagen, dann geschieht nichts. Wie soll er denn reden, wenn er einen Knebel im Mund hat? Er braucht nur zu nicken, der Trottel. Los, Bobby, tu ihm den Gefallen. Ganz egal, was er verlangt, der Junge kriegt es fertig und schießt wirklich auf dich. Das war eindeutig. Ihr seid meine Zeugen, okay? Ja, natürlich, Joshua. Na gut. Da hast du's. Er ist ganz der Vater. Hör auf, an meinem Bruder rumzunörgeln. Ich denke nicht daran. Er fliegt wochenlang in der Weltgeschichte rum und überlässt uns den Bengel, ohne Vorwarnung und ohne Waffenschein. Findest du das gut? Der Junge hat doch überhaupt keine Erziehung. Was wollte er denn bloß von dir? Er will in unsere Bar mitgenommen werden, die uns noch gar nicht gehört. Oder habt ihr einen Vertrag gemacht? Guten Morgen, Polly. Hallo. Was ich gestern gesagt habe, das meine ich ernst. Ich würde dich gerne mal einladen auf eine Tasse Kaffee oder auf... Aua. Immobilien Braun? Bist du das, Polly?
Hallo. Aufgelegt. Hallo? Hallo. Schlecht aufgelegt, das lässt du dir bieten? Was soll ich denn machen? Gegen die ist die chinesische Mauer eine Klapptür. Genau. Ich sage euch, telefonisch funktioniert das nicht. Bist du neuerdings schwul? Wer, ich? Klar, wer denn sonst? Die Braut eben hat ihr zugezwinkert. Was denn die da? Ja, das scharfe Gerät. Ist ja ein Wahnsinn. Bei der bin ich abgemeldet. Null Chancen. Das musst du auch viel geschickter machen. Du musst ihr mehr auf die Pelle rücken. Lad sie ins Kino ein. Schmeiß ihr eine Ladung Blumen vor die Tür. Immer am Ball bleiben, verstehst du? Hallöchen. Na, was gibt's, Süße? Was? Keine Panik, Baby. Hast mich doch gerade angemacht, stimmt's? Wer, ich? Kannst es ruhig zugeben. An deiner Stelle hätte ich's auch versucht. Dicker, du tickst wohl nicht richtig. Ich bin gar nicht so dick, wie ich aussehe. Hi. Ich habe innere Werte. Ich bin ein toller Liebhaber. Hi. Belästigt dich der Kerl? Ah. Was ist los? Sag mal, du bist wohl durch die Kinderstube geflogen, Dicker. Spinn ich oder? Die hat mich wie wild angemacht. Da darf ich sie doch mal fragen, ob sie mit mir einen Trinken geht. Danke. Diese Schwabbelbacke ist bekannt hier am Strand. Der macht alle Mädchen an. Ja, ja, Johnny. Der eine hat zu viel, der andere zu wenig. Was? Du hast zu viele Pfunde, Dicker, und ich zu viele Frauen. Hallo. Hä? Wieder abgeblitzt, was? Soll ich dir verraten, warum du bei ihr keine Chancen hast? Du bist einfach nicht ihr Typ. Komm mal her. Rein mit dir. Den hier, den kennt sie aus der Schule. Sie hat es mir erzählt. Der könnte ihr gefallen. Da bin ich mir sicher. Sie hat es mir mal gestanden. Ab und zu sieht sie ihn in der Stadt. Aber er scheint sich nicht mehr an sie zu erinnern. Ziemliches Pech für sie. Sag mal, ob sie ihm gefallen würde. Was meinst du? Soviel ich weiß, kennst du den Jungen doch. Hat sie bei ihm Chancen? Ich weiß, dass du und der Dick, dass ihr drei befreundet seid. Wie heißt er? Bobby. Bobby. Frag ihn doch mal, ob er Interesse an ihr hat. Eins muss ich dir sagen, sie hat einen kleinen Tick. Sie mag keine Jungs, die nur auf Äußerlichkeiten scharf sind. Ihre Qualitäten liegen ganz woanders. Sie hat zum Beispiel eine künstlerische Ader. Also sag ihm das. Prost. Ja? Wie sieht sie aus? Ich habe keine Chancen bei ihr. Die ist scharf auf dich, Bobby. Habe ich mir gleich gedacht. Wenn die sich rausputzt, ist das ein echt heißer Fehler. Ja, das glaube ich auch. Und sie hat eine künstlerische Ader, das hat mir ihr Vater erzählt. Kann sie denn manierlich tanzen? Warum? Ist das so wichtig? Der Tanzstil sagt eine Menge aus, wie sich eine Braut im Bett anstellt. Hey. Leg mal den Schleichgang ein, Alter. Ich sag euch, die mit dem roten Kleid hat eine Menge Rhythmus zwischen den großen Zehen. Was? Das erkläre ich dir später. Ich werde die Sache mit der Bar noch mal schnell überschlafen. Ich sag dir dann Bescheid, okay? Stimmt dir? Sag mal, begreifst du das? Jetzt versaut er uns die ganze Bar. Wieso? Ist doch klar, so blöd und geil wie der ist, vermasselt er uns das ganze Geschäft. Hallo. Sag mal, kennen wir uns nicht von irgendwoher? Den Satz habe ich schon öfter gehört. Lass dir was Neues einfallen. Sag bloß, jetzt hat sie die Sprache verschlagen, Junge. Ganz und gar nicht, aber wieso bist du so cool? Wenn du einen Freund hast, kannst du es gleich sagen. Ich habe viele Freunde in meiner Sammlung. Aua! 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, stimmt so. Ciao. Viel Erfolg. Aha, der Nächste. Meinen Sie mich? Na klar. Was willst du denn hier? Wenn ich mich recht erinnere, habe ich doch deinem Freund genau erklärt, wer von euch hier antanzen soll. Ich bin doch nur der Blumenbote. Bobby hat mir aufgetragen, sie... Blödsinn! Pass auf, du stehst in 5 Minuten auf der Schwelle und sagst, dass du mich sprechen willst. Ist das klar? Hallo, Conny. Gibt's irgendwas Neues? Nein, nix. Hier. Die wurden für dich abgegeben.
wem? Keine Ahnung. Aber da ist eine Karte dabei. Was schreibt er denn? Ich meine, wenn ich fragen darf. Ich würde dich gerne sehen. Wenn ja, gib mir ein Zeichen. Mhm. Name dabei? Nein. Blöd, Mann. Warum? Wie sollst du ihm ein Zeichen geben, wenn du nicht weißt, wie er heißt? Den kannst du gleich abhaken, den Jungen. Einer, der nichts in der Birne hat, ist nichts für meine Tochter. Aha, ein Foto. Der sieht ja wirklich nicht schlecht aus, der Lümmel. Ist das nicht der, wegen dem du immer ins Metropol rennst? Hör mal, ich bin auf wegen Keim irgendwo hin. Polly, mir musst du doch nichts vormachen. Erstens kenne ich dich und zweitens war ich früher selbst mal jung. Sag mal, könntest du so gut sein und mir ein paar Zigarren besorgen? Ich kann nämlich nicht weg, weil ich hier gleich eine Besprechung habe. Mhm. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, wieso? Was denn nur? Das weiß ich auch nicht. Tja, wenn du es nicht weißt. Hallo, Polly. Hallo? Erinnerst du dich? Wir kennen uns. Ich weiß. Na, wie geht's denn? Gut, danke. Wieso? Rein informativ. Wolltest du zu mir? Nein, ich habe einen Termin bei deinem Vater. Geschäftlich? Na klar, was denn sonst? Tja, weißt du, ich muss jetzt rein. Sonst komme ich zu spät. Also, ciao. Ciao. Die stehen wie eine Eins, haben ein Vermögen gekostet. Haben Sie sie auch angeschnitten? Naja, ich frage ja nur. Also, was wollt ihr? Was sagen Sie? Ihr wollt nichts von meiner Tochter. Ich bin noch nicht auf den Kopf gefallen. Und meine Polly hat auch schon was gerochen. Das wäscht auf Ihnen, ne? Wollt ihr mir den Laden abkaufen oder was? Ja, eigentlich dachten wir. Ihr dachtet, so, so. Red nicht um den heißen Brei rum, das hat keinen Sinn. Augenblick. Braun Immobilien, guten Tag. Nein, ich sagte Ihnen doch 3,5 Millionen Dollar und keinen Cent weniger. Ich habe noch 10 andere Kunden, die auch Interesse haben. Ach. Okay, Sie haben recht. Wir dachten eigentlich nur an Mieten, verstehen Sie? Wie viel wollt ihr denn dafür ausgeben? Was, wie viel? Pro Monat. 30 vielleicht. 30 was? Äpfel, Birnen, Eier oder was? Ich dachte Prozent. So 30% vom Gewinn. Jetzt mal unter uns. Mit einer prozentualen Beteiligung fahren Sie auf Dauer natürlich viel besser als mit einer Miete. Mhm. Sie können sich gar nicht vorstellen, was der Laden für einen Umsatz macht, wenn er richtig geht. Ja? Mhm. Pass auf, mich interessiert nur meine Tochter. Kriegt sie deinen Freund, kann er mit mir über die Bar verhandeln. Aber keinesfalls unter 50%. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Das kannst du ihm gleich sagen. Sie machen ja mit Polly einen richtigen Kuhhandel. Ich habe mich wohl eben verhört. Das ist doch eine ganz linke Tour. Außerdem haben Sie gesagt, dass sie den Braten riecht. Ja, ja, das hat sie auch. Ich habe jedenfalls den Eindruck. Hören Sie, ich an Ihrer Stelle würde ihr sagen, dass die Verträge schon unter Dach und Fach sind. Dann hat sie keinen Grund mehr, misstrauisch zu sein. Hm? Okay. Schlagen Sie ein. Also gut. Jetzt müssen Sie uns nur noch den Laden geben. Was soll ich? Na ja, Sie können ja doch nicht erzählen, dass wir die Besitzer sind, wenn wir uns dort nicht blicken lassen dürfen. Wie der Teufel es will, spaziert sie eines Tages dort vorbei und keiner von uns ist da. Was soll sie dann denken? Dass sie angelogen wurde? Hm? Und was verlieren Sie schon? Der Laden steht leer. Bevor er weiter verfällt, können wir ihn auf Vordermann bringen und eröffnen. Hm? Na schön, aber eins sage ich dir. Wenn was schief läuft, mache ich den Laden dem Erdboden gleich. Und dich und deinen Freund auch. Verstanden? Achtung! Hier, nimm, Junge. Na gut, der Vertrag wird Ihnen dann zugeschickt. Ich brauche noch die Schlüssel. Die was bitte? Na, die Schlüssel für die Bar. Ach ja, natürlich. Polly, sei bitte so nett und gib dem Herrn die Schlüssel vom West of Eden. Na klar, ohne Schlüssel komme ich ja nicht rein. Hier. Tja, da kann ich Ihnen nichts weiter als Glück wünschen. Möchten Sie noch eine Tasse Kaffee? Keine Zeit. Ciao, Polly. Ciao. Genau das habe ich mir gedacht.
Die haben sich nur an mich rangemacht, um mit dir günstig ins Geschäft zu kommen. Also du immer mit deinem ewigen Misstrauen. Das Geschäft war doch längst klar, bevor die bei dir aufgetaucht sind. Außerdem, uns legt man nicht rein. Wir sind ausgeschlafen. Hallo, Josephine. Vollgas. Na los. Do you remember me, baby? Like I remember you. You used to laugh at me. Prost, Leute. Auf dass uns nie wieder ein bescheuerter Chef auf die Nüsse geht. Was wir den vielen Mädchen, die hereinströmen, nicht verwehren. Und trotzdem solltest du nicht vergessen, dass du erst an Polly ran musst. Cheers. You used to cry so much. It was a crying shame. Yep. You used to live over yonder by the railroad track. When it rained, you couldn't walk. I used to tote you on my back. Now you're trying to make a leave. It was within that. Solltest Polly endlich einen Besuch abstatten und nicht so geiern. Ein paar Tage hinzu können dem Mädchen nicht schaden. Ich will sie weich kochen, verstehst du? Ich nicht. Ignorieren. Am besten ignorieren. Hey, was ist denn da? Hallo. Nun guck doch nicht so sauer. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, aber nicht, wenn er verbrannt ist. Das hat dich nicht zu interessieren, kapiert? Hast du das gehört? Wir sind die Besitzer von dem Nightclub da oben. Wir sind für alles hier verantwortlich. Auch für gerötete Rücken. Wenn ihr hierbleiben wollt, müsst ihr euch von uns einreiben lassen. Also, ich weiß nicht. Solche Geschichten hebst du dir gefälligst für später auf, klar? Wenn dich die falschen Leute bei sowas erwischen, können wir uns den Laden in die Haare schmieren. Johnny, du bist nicht mein Kindermädchen. Ich will mich gar nicht einmischen. Was? Aber er hat recht, du auch noch, ja? Hör zu, habt ihr hier das Zölibat ausgerufen oder was? Die blöde Bar ist mir scheißegal. Ich lass mir nichts vorschreiben, kapiert? Komm, Kinder. Polly, wenn du dich amüsieren willst, zum Beispiel ins Kino gehen oder tanzen, dann tu das ruhig. Ab morgen habe ich wieder eine Sekretärin, dann komme ich mit der Arbeit schon nach. Wieso soll ich denn auf einmal ausgehen? Wieso denn nicht? Bevor die Jungs aufgetaucht sind, warst du doch auch öfter weg. Aber nur, weil du mich überall mit hingeschleppt hast. Sag mal, haben die den Vertrag schon abgeholt? Nein. Wieso fragst du? Hast du ihn hier? Ja. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, hallo, ihr Schönen. Hallo. Hi. Hallo. Lass wieder sein. Herzlichen Dank. Schick mir die nächste rein, ja? Du kriegst von mir Bescheid, okay? Mhm. Ciao. Auf Wiedersehen. I love you, but
Was wollen denn die ganzen Schnecken da draußen? Die stellen sich bei mir vor. Wofür denn? Ach, na Mann, wir brauchen noch Personal. Putzfrauen, Köchinnen, Serviererinnen. Die müssen wir jetzt anheuern. Guten Tag. Hier spielt die Musik. Schätzchen, nimm ruhig Platz. Sag mal, kannst du tanzen? Klar, was dachtest du denn? Und was hast du für eine Oberweite? 89. Kein Grund zur Aufregung. Taille, Hüfte? 60, 83. Steh mal auf. Wieso? Hör zu, ich stelle dir die Fragen, ja? Hep. Könnte ich kurz mal deine Beine sehen? Ein Stück höher den Rock, wenn ich bitten darf, ja? Nun mach schon, wir essen zeitig. Langt das? Na, ein bisschen ist noch drin. Da kann ich mich ja gleich ausziehen. Ach ja, da kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Würdest du mir bitte folgen? Was? Zieh dich nicht so, oder hast du was zu verbergen? Ich? Na, wieso was denn? Na ja, es könnte doch sein, dass du oben ausgepolstert bist mit einem Gummibärchen oder so. Blöd, Mann. Kommst du jetzt endlich mit? Ihr holt inzwischen die nächste rein. So, und jetzt runter mit der Wäsche. Die hast du doch neulich angequatscht, oder? Weiß der Teufel, was die hier tut. So, da drin stört uns keiner. Die nächste, bitte. Ich werde dir mal helfen. No dice, then you gotta work late. Hey, was gibt's denn da zu geiern? Das ist keine Piepshow. Hallo. Oh, Tag, nee, Frau. Du kannst in der Zwischenzeit schon mal ablegen. Aber alles, ja? Augenblick mal, Johnny. Was läuft hier? Halt mal die Klipse. Die schärfste Bar der Welt sucht für Neueröffnung Mitarbeiterin mit folgenden Voraussetzungen. Hübsches Aussehen, offenherzig, findwendig, sauber und ungemein arbeitswillig. Wieso müssen die sich freimachen? Warum denn nicht? Glaubst du, ich kaufe die Katze im Sack? Und wisst ihr, was ich mir überlegt habe? So ein Bewerbungsgespräch veranstalten wir jede Woche. Die Bar ist die Idee meines Lebens. Komm mit, Benny. Hey, Sekunde, nicht so hastig. Die Braut da dran gehört mir. Also ich kenne im Augenblick nur eine, die dir gehört. Und wenn du dich nicht um sie kümmerst, gehört uns bald gar nichts mehr. Hm? Geh schon. Ich schlaf gleich ein. Wie soll's denn jetzt weitergehen? Hä? Sagen Sie mal, können Sie putzen? Wer? Ich? Naja, aufwischen, groß reine machen und Fenster putzen. So ganz ohne? Okay. Hauptsache, die Kohle stimmt. Tja, herzlichen Dank fürs Kommen. Sie kriegen Bescheid. Hoffentlich. Immer die gleichen Bewegungen sind auf die Dauer ganz schön langweilig. Verstehen wir uns? Wie lange dauert das denn noch? Hey, würdest du mal so freundlich sein und hier erscheinen? Wer? Ich? Ja, komm mal her. Wir waren aber vorher da. Ist ja eine Frechheit. Dafür ist sie auch früher fertig. Kommst du? Mhm. Hallo. Hallo. Hier entlang. Du kannst hier Platz nehmen. Kannst du kochen, putzen, abwaschen und auch servieren? Warum? Du siehst doch, wie es hier aussieht. Ja, aber ich bin Setz ja... dich. Also im Moment stehen wir noch ganz am Anfang und wir haben nicht viel Geld. Wir können dir erst was zahlen, wenn der Rubel rollt. Ich kann dir höchstens anbieten, dass du mit uns essen, trinken und schlafen kannst. Also einverstanden, ja? Was ist denn? Wissen Sie, für mich kommt das alles ein bisschen überraschend, weil eigentlich, ich meine, Lust habe ich zu sowas irgendwie schon. Hm.
Wie meinst du das denn mit dem Schlafen? Ach, weißt du, das sollte nur ein kleiner Witz sein. Also, wie sieht's aus? Könntest du morgen früh anfangen? Hallo. Hallo. Ich will keine großen Worte machen, aber darf ich euch unsere neue Mitarbeiterin vorstellen? Wen? Wir sind gerade handelseinig geworden. Naja. Tja, also dann bis morgen und alles Gute. Schön, dass wir dich für unser Team gewinnen konnten. Ich verspreche dir, wir haben ein ganz tolles Arbeitsklima. Augenblick noch. Falls du zu Hause vielleicht Handfinger und Schippe hast und auch einen Scheuerlappen kriegen, würdest du mitbringen. Na, morgen wird Hausputz gemacht. Also dann, ja, wiedersehen. Was gibt's denn da zu gucken, Leute? Stellt euch mal vor, hier hoppelt eine scharfe Superbraut durch den Laden. Da gibt's doch nur Ärger, weil jeder mit ihr in die Falle will. Bei dir kann sowas nicht passieren. Oder ist einer von euch scharf auf sie? Ich denke nur ans Geschäft, nicht ans Vergnügen. Kapiert, Freunde? Naja, heute seid ihr ein bisschen schwer von Begriff. Zeig mal das Foto. Tja, gesehen haben wir ja alles. Ich sag dir dann Bescheid, ob es geklappt hat. So, ihr könnt euch jetzt nicht entscheiden, Mann. Die haut ab. Muss helfen. Mach das nicht nochmal. Starkes Echo hier, was? Aua. Oh, das wollte ich nicht. Ich muss leider nochmal stören. Das hätte ich beinahe vergessen. Was ist das? Euer Mietvertrag. Und dann verstehe ich überhaupt nicht, wieso du mir Blumen schickst, wo du mich doch gar nicht kennst. Also, auf Wiedersehen. Bis morgen. Das war Polly Braun. Also, wenn du mich fragst, war das ein genialer Schachzug. Wenn du nicht weißt, was du tust, bist du gar nicht so dämlich. Jetzt ist das Ganze nur noch ein Klacks. Bin ich jetzt endlich dran? Nein! Morgen! Hallo, guten Morgen. Dann will ich mal loslegen. Das ist ja ein komischer Sound. Findest du das gut? Lass sie doch, wenn es dir Spaß macht. Ein Volltrottel ist das. Der hier? Den habe ich bestellt. Das kann doch nichts schaden, wenn wir schon mal ein paar Getränke da haben. Es wäre viel wichtiger, wenn du dich endlich um Polly kümmern würdest. Bloß nicht zu überstürzen, Leute. Moment, ich helfe Ihnen. Danke. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob es keinen anderen Weg gibt, an die Bar ranzukommen. Mach bloß keine Scheiße, ja? Also, wenn er nicht bald an sie rangeht... Was soll dann sein? Dann versuche ich es bei ihr. Mir gefällt sie gut. Polly? Mhm. Ja? Ach, nichts. Ich mach dann woanders weiter, okay? Hier. Die braucht nicht mich, die braucht einen Blindenhund. Ist das nass bei euch? Ist wirklich ein scheiß Tag heute. Warum?
Ich schlage vor, wir machen eine Pause und fahren in die Stadt ein Trinken. Einverstanden? Komm, wir fahren schon mal vor. Na los! Eifersüchtig? Ich weiß nicht. Irgendeine Sucht wird es schon sein. Du gehst doch gar nicht in die Stadt. Ich habe mich irgendwie verfahren. Hoffentlich finden wir nachher auch wieder zurück. Meinst du, dass wir hier richtig sind? Ich glaube schon. Also, ich weiß nicht. Na, ist das nichts? Das ist die schönste Bucht an der ganzen Küste. Endstation. Du meinst, ich soll hier aussteigen? Natürlich. So. Machen wir erstmal Pause. Also ich weiß nicht. Ach doch. Bitte. Das ist ja Alkohol. Das ist gut gegen Schnupfen. Na, nun mach schon! Ja, wieso denn nicht? Bin er nicht verrückt? Ach, komm rein! Also, auf uns dann. Schön wird sie, die Bar, was? Schade, dass sie immer gleich zertrümmert wird. Was wird sie? Naja, da sind so ein paar Rocker und die wollen immer Geld dafür, dass sie aufpassen. Und wenn es zu wenig ist, was sie kriegen, dann zertrümmern sie immer alles. Das letzte Mal haben sie aber nur den Besitzer zusammengeschlagen. I only met you just a couple of days ago. Ich verstehe sowieso nicht, wieso ich dir gefalle. Was? Naja, du siehst ja nur, wie ich aussehe. Du weißt ja gar nicht, wie ich bin. Die meisten gehen ja nur nach Äußerlichkeiten. Ich vertrag nicht viel. Hätte ich jetzt Badezeug hier, dann würde ich doch ganz gern reingehen. Geh doch ohne was. Du weißt, was dann alles passiert. You may have come lately, no genie come lately. You're the one. Lass ja mein Kleid. You only have to smile, a little smile, nothing more than look at me. You only have to smile, and in a little while, I was dreaming recklessly.
Ich habe Angst vor Haifisch. Hier gibt's doch keine. Es ist gar nicht so sicher. Genie, come lately, my dream come true. You may have come lately, but genie, come lately, I'm in love with you. Nicht hier. Schön, ganz wie du willst. Bist du jetzt etwa böse? As you. Alter, ich sag dir, die Leute hier werden wir alle ins West auf Eden umleiten. Das schaffen wir bestimmt. Hi! Da sind wir wieder. Jetzt wird getanzt. Ja, ich kann das aber nicht so. Mit mir kann jede Frau tanzen. Aber nicht so schnell. Nein, im Rentnerrhythmus, okay? Keine Überschlag, ich hab gar nichts drunter an. Geht klar. Lieber eine Pause. Guck mal zu, ich zeig dir jetzt, wie es geht. Einverstanden? Na los, alles klar? Honey, what I say? Baby, what I say right now? Tell me what I say. Honey, what I say? Das hast du super gemacht, ehrlich. Für einen guten Freund tue ich alles. Polly, das darfst du nicht so eng sehen. Das ist eine alte Freundin von ihm, die kennt er schon lange. Rein platonisch natürlich. Wieso macht er sowas? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Hast du auch nicht, der Junge hat nur schwere Komplexe. Wenn er nicht sofort erreicht, was er haben will, kriegt er Angst und wird impotent. Das haben Schönlinge so an sich, weißt du? Ich meine, manche treiben es mit Ödipus oder mit ihrer Mutter. Aber Bobby hat immer ein anderes Problem, verstehst du? Das ist... Polly!
Pauli, wo gehst du hin? Pauli, bitte bleib doch stehen. So einen wie Bobby findest du nie wieder. Pauli, der ist wie ein Hauptgewinn in der Lotterie. Der ist der Beste, den eine Frau kriegen kann. Pauli! Pauli, Pauli! Hör zu, das ist doch kein Grund zu weinen. Ich bring das wieder ins Lot. Oh, lass mich doch in Ruhe, Mann! Hör auf zu weinen, also. Pauli, Pauli! Damit das klar ist, ich mach nicht mehr mit in eurem Scheißladen. Sucht euch doch einen anderen Doofen. Hau doch ab, Mann. Was ist denn das? Hier regnet's ja. Komisch. Joshua! Oh Gott. Was machst du da? Benny ist an allem schuld. Ich habe ihm gesagt, wenn ich nicht mit in die Bar darf, dann passiert was. Guten Abend, Jungs. Was wünscht ihr denn? Nur ein paar Takte plaudern, weiter nichts. Hat nichts dagegen einzuwenden. Also, worum dreht es sich, Leute? Raus mit der Sprache. Hör mal, Dicker, ich bin nicht hier, um mir deine Witze anzuhören. Das ist ja meine Rede. Da haben wir alle drei was gemeinsam. Ich und ihr, Jungs. Jetzt pass mal auf. Polly ist unglücklich und sitzt mir wieder auf der Pelle. Sie muss den Verstand verloren haben, denn manchmal lacht sie wie eine Verrückte. Und wenn ich ihr ein Modejournal hinlege, dann bricht sie fast zusammen. Es sieht so aus, als würde es ihr heute schlechter gehen als jemals zuvor. Wenn sich das nicht sofort ändert, ist der Vertrag null und nichtig. Ist das klar? Mit mir macht man nicht solche Tricks. Ich lass mich nicht aufs Kreuz legen. Dicker, da musst du dir jemand anderen suchen. Also sorg dafür, dass das in Ordnung geht. Na, morgen. Wieso morgen? Unser Vertrag läuft doch erst in einer Woche aus. Was? Was will der Zwerg hier? Er will dir Gesellschaft leisten. Warum denn, wieso? Eins will ich von Anfang an klarstellen. Ich trinke keine Milch, gehe nicht in die Badewanne, esse keinen Spinat, stehe spät auf und gehe erst nachts ins Bett. Wo ist Braun? Wer? Braun, wie spät ist es? Also, wir ziehen nur die großen Projekte durch. Mit Kleinkram geben wir uns gar nicht ab. Und wenn ich mal nicht hier sein sollte, dann sagst du einfach, ich verkaufe gerade den Eiffelturm. Und wenn jemand einen Termin mit mir machen will, dann niemals vor 10 Uhr morgens. Und dann musst du hier ein bisschen Ordnung halten, auch mal einen Kaffee kochen, meine Korrespondenz erledigen und ein bisschen lieb zu mir sein. Ja. Psst. Hm? Hallo, Polly. Ich wollte dir nur was zeigen. Kannst du mal kurz mitkommen? Und vergiss nicht, dein Geld mitzunehmen. Was ist denn? Sag ich dir gleich. Komm erst mal. Du hör mal, wenn du mich zu Bobby bringen willst. Quatsch, ich bin doch nicht blöd. Worauf wartest du? Hä? Darf ich bitten? Ein Klamottenladen? Was soll ich hier drin? Na was wohl? Du leist mir was, bis die Bar richtig läuft und ich kaufe dir alles, was dir gefällt. Nee, das mache ich nicht. Nee, Sekunde. Lass mich in Ruhe mit dem Quatsch. Bleib doch mal stehen. Was kann ich denn dafür, dass dieser Idiot nur rausgeputzte Modepuppen und gute Tänzerin sexy findet? Ha! Der soll doch sexy finden, wen er will. Mich auf jeden Fall nicht. Ich ändere an mir nichts und zwar gar nichts. Ich laufe doch nicht wie all die anderen blöden Weiber als mein eigenes Reklameschild herum. Entweder er mag mich so, wie ich bin, oder er lässt es bleiben. Aus, basta! Dann interessiert dich Bobby überhaupt nicht? Nein. Aber für hübsche Kleider müsstest du doch was übrig haben. Nein! Ist das dein letztes Wort? Nein! Polly? Ja? Guck mal, das ist heiß. Mensch, wir haben doch jetzt genug. So viel Geld habe ich auch nicht. Komm.
achtest genau auf mich. So einen begnadeten Tänzer wie mich hast du noch nie gesehen. Eins, zwei, eins, zwei, mach nach. Das kann ich nicht. Das ist doch ganz einfach, ich kann's auch. Eins, zwei, gib mir deine Hand. Zwei, eins, zwei und zusammen. Achte auf deine Füße. Eins, zwei, 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 eins, for me. Now listen, I don't wanna bother you, but I'm in distress. Und there's no love. Nicht den Arm auskugeln und zu krücken. Und locker. I love a girl who doesn't know why I exist. Na, wo bist du denn? Ich komm nicht rum. So cute. Wir müssen uns entknoten. Nochmal von vorn. Gut. Straight to my lover's heart for me. No. Nobody else but me. Hey, hey, Cupid, please hear my cry. Let your to my lover's heart for me. Now Cupid gives your arrow, makes her love strong for me. Well, I swear I'm gonna love her until eternity. I know between the both of us, her heart we can steal. Cupid, help me if you will. Draw back your bow and let your arrow flow. Ihr habt wohl was gegen mich. Warum denn? Ich warte wochenlang auf eine Nachricht und kein Schwein ruft an. Das ist ja ein Zufall. Ich wollte gerade eben zum Telefon gehen und dich anrufen. Im Moment brauchen wir jede Hilfe. Hey! Hm? Was kannst du denn alles? Das erkläre ich dir, wenn du größer bist, okay? Was meint sie denn? Wie ich dich kenne, kriegst du das raus. My lover's heart for me. Hey, hey, Cupid. Cupid, I'm calling you. Don't you hear me, Cupid? Cupid, I'm calling you. Cupid. Lange nicht gesehen, was? Hm? Heute ist Donnerstag. Und morgen ist Eröffnung. Und übermorgen sind wir die Bar wieder los. Warum bist du immer so stur, Mann? Was ist denn bloß los mit dir? Kauf mir doch ein Eis. Hör endlich auf, mich zu nerven. Du hattest heute schon mindestens 7. Also bei der hast du keine Chancen. Zisch ab, Mann. Ich will meine Ruhe haben. Recht hat er. Komm endlich. Du sollst den Rand halten, Giftzwerg. Also, was ist jetzt? Lass den Blindgänger liegen, wir gehen jetzt Eis essen, alles klar? Bin ich ein Rockefeller oder was? Hä? Hör auf zu zwacken, ich weiß, wie wir ein Eis umsonst kriegen, komm mit. Du bist eine Nervensäge, lieber Neffe. Ich hab's dir gesagt, also lass uns nicht hängen. Ja, ja. Überredet. Stark! So, na, was willst du haben? Ein Schokoeis. Eine Schokolade. So, bitte, mach 1,50. Wie viel? 1,50. Ich muss mal nachsehen, Sekunde. Tittenalarm! Benny, die zeigt ihre Mütze. Los, schnell, lass uns abhauen. Komm schon. Alles frei hängen, ich meine ohne BH. Dieser Spanner. Halt, stehen bleiben! Ihr habt mich bezahlt, das Eis gehört mir. Wer damit stehen bleiben? Polizei! Hallo. Wie meinst du das? Ist das eine Drohung? Ach komm, Bobby, stell dich doch nicht so an. Gehen wir schwimmen? Du hast keine Chance, ich krieg dich. Glaube ich nicht. Hey, wäschst du dich immer in voller Montur? Quatsch, ich wasch mich nie. Und wie hast du das immer verhindert? Kommt her, ich zeig's euch beiden.
Hallo. Hallo. Hey, Alter. Reizend siehst du aus. Hübsch. Sehr hübsch. Wieder richtig aufgebaut. Prost. Was ist denn nun schon wieder los? Wenn du jetzt abhaust, Bobby, dann hast du bei mir verschissen und zwar bis in die Steinzeit, das sage ich dir. Ich wüsste zu gern, wieso ich an die ran soll. Du fährst doch auf sie ab, probier's selbst. Sie steht aber auf dich und nicht auf mich. Na und, was kann ich dafür, dass du wie eine Tonne aussiehst? Schwitz ein paar Zentner runter, dann hast du vielleicht Chancen bei ihr. Du hast recht, ich bin dick, aber das vergeht, wenn ich will. Ich kann das wieder runterhungern. Aber du bist ein Vollidiot. Und zwar auf Lebenszeit. Siehst heiß aus. Schwester. Fabelhaft, siehst du aus irre. She knows how to shake that thing, all right. Yeah. All right. Oh. Yeah. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Hey, honey, you don't do that. I say you don't do that. Boogie hop right along, all right. Hey, hey, huh. All right. Well, tell me what I say. What I say. Tell me what I say right now. What I say. Honey, what I say. What I say. Baby, what I say right now. What I say. Tell me what I say. Yeah. Honey, what I say. And I want to know.
what you are. Doch. Wie geschmiert, oder? Mhm. Ob er sie ins Bett kriegt? Die fährt ziemlich auf ihn ab. Außerdem hat sie einen im Tee und ist bestimmt scharf. Na, ihr beiden. Komm mal mit, ich muss dir was zeigen. Bist du sauer auf mich? Nein, weshalb denn? Ich glaube, ich muss jetzt ins Bett. Wird sicher ein anstrengender Tag morgen. Mhm. Nacht. Ja, gute Nacht. Polly. Ha? Schläfst du heute Nacht hier? Mhm. Nacht. Ach, noch was. Schlaf gut und träum was Süßes. Ja, danke. Du auch. Wo gehst du hin? Was? Du musst nicht unbedingt mit ihr ins Bett steigen. Ihr Vater soll nur das Gefühl haben, dass du mit ihr gehst. Und wie soll er das Gefühl kriegen, wenn zwischen uns nichts läuft? Mir ist bisher immer was eingefallen, also mach dir keine Sorgen. Bobby! Was hast du denn? Ich will auf keinen Fall mit dir schlafen. Na, wie sieht's aus? Du musst rauskommen. Tadam! Schon wieder ein Stück, also weißt du. Na schön. Es wird Zeit, dass du auch was ausziehst. Mir ist lieber, wenn du das machst. Mann, nun komm doch endlich zum Essen. Benny, du auch. Da, wo es was zu futtern gibt, seht ihr mich nie wieder.
Na, das ist ja mal wieder typisch. Ich schufte mir wie ein Wilder die Finger wund und die beiden Herrschaften machen einen netten Ausflug. Wo seid ihr überhaupt gewesen? Essen. Du hast nur die Fresserei im Kopf. Mit Herrn Braun. Was ist das? Der Vertrag für ein weiteres Jahr. Bin ich pünktlich? Wann hat er dir den gegeben? Als du auf der Toilette warst. Und wieso pünktlich? Er meint den Tag der Eröffnung. Tja. West of Eden, heute Neueröffnung. West of Eden. Hier, Neueröffnung. Hallo. West of Eden. West of Eden. Komm, Polly, sag doch auch mal etwas. Guck West mal. Of Eden, West of Eden. West of Eden. Genau. West of Eden. Neueröffnung. Ja, ordentlich, Wiener. Ich kann ja den Fußboden ablecken. Mach keine Sprüche, Wiener weiter. Das Pferdelicht. Und nochmal. 8 und Probe. 1, 2, 3. Sie kommen hin, sie kommen hin. Endsportleute, schnell, schnell, räumt alles weg. Ganz viel Staub hier draußen. Ist das ein Andrang? Na, das ist ja die reinste Völkerwanderung. So viel haben wir gar nicht zu saufen. Dann musst du dich eben zurückhalten. So, schön sauber einparken, ja? So, Herrschaften, hereinspazieren. Ja, immer nach rücken. Genau, einer nach dem anderen. Und nach links, bitte. Schön dicht an dich. Wir wollen noch mehr rein. Ging nicht schneller. So, was zum Naschen. So, Kinder, bitte. Hier. Wir haben keine Gläser mehr. Ich weiß nicht, ja. Ich brauche noch eine Cola mit Eis. Das war ganz cool, ne? Hey, Polly, wir legen jetzt was aufs Parkett. Na, komm schon. So, Freunde, ein Ehrentanz für Polly. Ja!
Nein, das regeln wir anders. Verlassen hat, ist von mir eingeladen. Halt, Augenblick! Wer hier bleibt, ist von ihm eingeladen. Kapiert? Das hier ist aber zackig! Also, werden wir jetzt anständig begrüßt oder nicht? Guten Abend. Hallo, Meister. Wie geht's? Hallöchen. Gott zum Gruß. Tag, Chef. Naja. Der Laden sieht dir wie geleckt aus. Ja, ist ganz gut geworden. Hallo. Also, was würdest du machen, wenn hier alles in Trümmer geht? Wieso? Das ist stabil gebaut. Weißt du, manchmal jagt eine Katastrophe die andere. Hier nicht. Unser Laden ist erdbebenfest. Der ist massiv wie ein Bunker. Wenn du 50% abdrückst, sorgen wir dafür, dass nichts passiert. 50%? Wovon? Jedenfalls nicht von deinem Gewicht. Du könntest gleich mal eine Anzahlung rüberreichen. Wir haben nichts. Was hast du gesagt? Wir sind ziemlich blank. Du willst mich wohl verarschen, Mann. Ohne Startkapital kann man doch keine Bar aufmachen. Wir schon, das siehst du doch. Jetzt denk mal ganz schnell nach, Dicker, wie du bis morgen früh die Kohle auftreibst. In der Zwischenzeit genehmigen wir uns erstmal einen Schluck. Oder hast du was dagegen? Okay, Leute, freie Auswahl. Oh, ja, das reicht mir. Kinder, kein Durst. Lass mich sehen. Wo steckt denn Bobby? Wahrscheinlich holt er Verstärkung. Check mal ein. Los, Afrika. Lord, I feel like going home. I tried and I failed, and I'm tired and weary. And everything I done was wrong. Feel like going home. Wenn wir nicht zahlen, fangen die in 5 Minuten an, den Laden zu zertrümmern. Lord, I tried to see it through. Der kommt nicht mehr. Polly. But it was too. Ich glaube, ich muss dir was erklären.
Wir wollten die Bar hier unbedingt haben. Da wir aber kein Geld hatten, hat sich Bobby an dich rangemacht. Naja, das war ziemlich blöd von uns. Tut uns wirklich leid. Aber wir wollten das auf die Beine stellen. Entschuldige. Hier ist der Vertrag. Hey! Wo bleibt die Kohle? Wir haben nichts. Was? Ich verstehe kein Wort. Wir sind pleite, Mann. Aha. Dann eben nicht. From all the places I have been. Es geht los. I feel like gold. Ja! Los, Leute! Ja! Ja! Er macht schon! Wo willst du hin? Warte doch! Scheiße. Das war's dann wohl. Ganz schön erschreckt. Ich musste mich nur ein bisschen abkühlen. Jetzt geht's mir besser. Ist es bei dir nicht so? Nein. Nein? Ist aber trotzdem nett von dir, dass du mitgemacht hast. Was? Soll ich dir was sagen? Um die Bar ging es mir schon lange nicht mehr. Nee? Ich werde jetzt 30 Kilo abnehmen.
Dann sehe ich ungefähr wie Bobby aus. To know, know you is to love, love, love you. Just to see you smile makes my life worthwhile. To know you is to love, love, love you. And I do, and I do, and I do, yes I do, and I do, and I do. I'd be good to you, and I'd bring love to you. Everyone says there'll come a day when I'll walk alongside of you. To know you is to love, love, love you. And I do, and I do, and I do, yes I do. My life worthwhile. To know you is to love, love, love you. And I do, and I do, and I do. Gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use the car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a lick. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations.